der Wunsch im IOC ist absolut da, Spiele wieder in alpine Regionen zu bringen. Und da zählt Österreich und da zählt natürlich das Land Tirol im Besonderen sehr stark dazu, zu möglichen Kandidaten. Ja, wir haben hier eine große Chance, was die olympische Bewerbung betrifft, aber wir müssen es richtig machen. Und deshalb haben wir einen breiten Konsens aller politischen Parteien, dass wir eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, wo alle auch kritischen Fragen beantwortet werden. Aber natürlich geht das Thema viel weiter. Ich würde das als Vision für das Sportland Tirol bezeichnen, als tolle Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln. Alles, was mit dem Alpinen und mit dem Wintersport zu tun hat, das steht der Bevölkerung zur Verfügung und ist auf einem Top-Niveau. Nicht umsonst finden in den nächsten Jahren diesbezüglich Weltmeisterschaften statt. Und wenn Weltmeisterschaften stattfinden, dann sind die entsprechenden Anlagen auf internationalem Standard ausgerichtet. Es ist eine riesige Chance, aber es ist auch eine Gefahr, wenn man es falsch angeht. Und deshalb braucht es hier eine große Seriosität, es braucht einen breiten Konsens und dann muss die Entscheidung getroffen werden, gehen wir in die Bewerbung hinein oder nicht.